Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part meines Mega Man X5 Let's Plays. Nachdem ich mich beim letzten Mal so fies verspeichert habe, geht es jetzt los. Wir kämpfen gegen Dynamo. Und das machen wir natürlich mit Zero. Weil wir es können. Ich weiß gerade gar nicht, was er kann. Ah, gut. Wir sind schon da. Das ging schnell. Ah, noch mehr Text. Nice to meet you. Are you Zero? Nee, you are Zero, aren't you? The famous and persistent hunter. What's it to you? Well, to stretch a point, I want to disturb what you're doing. Oh, don't worry, I just want to disturb you. I don't intend to kill you. But you wish to fight to the death, don't you? Ja, so die Lieblingsantwort in diversen Videospielen. Punkt, 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 Punkt. You think you're so cool. You don't care what I say. In that case, have it your way. I'll fight you. Until you die. Die! Das steht in einem Spiel, die! Das ist für mich als Spieler völlig unverständlich. Okay, okay, warte, halt mal kurz inne. Ich habe beim letzten Mal, ich habe hier Turn Invincible and Fly. Ha, cool. Wie auch immer, ich mache den jetzt erstmal platt hier. Uah. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ja, das war's mit diesem Part von Mega Man X5. Wir sehen uns in meinem nächsten Part wieder. Oh, nein. Nein, noch nicht, noch nicht. Just as I thought, you're strong. You never let up. I retreat with this result. But I advise you to relax a little. Or you'll die from all the stress. Well then, adios amigo. Wer glaubt, er sei cool? Meine Güte. Okay. Ich habe einen Maverick defeated. Wow. Total Rank SA. Wow. Live up, safe, okay. Ja. Ja, jetzt ist auch scheißegal, ne? Ich nehme den hier. Yes. Yes. Okay. Continue the game, yes. Warum würde ich aufhören wollen? Es läuft gerade so gut. Okay, der nächste auf meiner Abschlussliste ist eigentlich Squid Adler. Ja, mein Problem ist, ich kriege jetzt die Schwäche von, dadurch die Schwäche von Izzy Glow und habe damit die vier, die ihre Parts für die Enigma, ne Quatsch, Eurasia haben. Meine Frage ist, muss ich die vier überhaupt machen? Ich meine, wenn nicht, dann nicht. Los, Zero, wir machen das. Volt Kraken! Ach nein, so heißt er nicht. So heißt er ja gar nicht. Was? Sehr, sehr witzig. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich wusste, dass mir das passieren würde. Oh mein Gott. Ich hatte nämlich dieses Level in sehr schlechter Erinnerung. Ich hasse solche Levels! Seit Mega Man 8 für... auch für PlayStation... Oh mein Gott! Mein Death Count... Hallo! Oh, Scheißendreck, ey!
Ich kann mich nicht auf Springen und Schießen gleichzeitig konzentrieren. Ich schieße jetzt nur noch. Es geht nicht. Nein, ich bin überhaupt nicht ready. Was soll denn der Mistfuck hier? Hallo, Todesstatistik. Dieser halbe Sprung, was war das? Habt ihr diesen halben Jump gesehen, den Zero da vollbracht hat? Wow. Ein ganzer wäre nice. Oder überhaupt ein Sprung. Oh. Ich fange gerade an zu zocken. 6 Minuten rum. Nee, eigentlich schon seit der 5. Minute. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Nein! Okay, ganz ruhig. Ich weiß gerade nicht einmal, wofür die Kugeln sind. Ich befürchte, ich kriege damit irgendeine Area freigeschaltet für später, für irgendwelche Upgrades vielleicht. Ich weiß es gerade nicht. Wow, ach so, ha. Ich habe auch einen Boost. Nice to know. Vielleicht komme ich damit durch die... Ja, komme ich. Das ist doch nicht deren Ernst. Gut. Ja, bleib doch mal irgendwie an so einer kleinen Pisselkante hängen. Zero. Nein, ich bin überhaupt nicht ready. Ha, ha, ha. Okay, mit dem nächsten Game Over Screen cutte ich das hier. Und dann seht ihr einfach nur den Versuch, den ich dann auch wirklich bis zum Ende durchziehe. Alles andere ist jetzt, großer Mist. Und zwar genau jetzt. Yay! Ja, dann dürft ihr jetzt sehen, wie ich es schaffe. Und ich sage euch am Ende, wie lange ich gebraucht habe. Ich notiere mir nur, ich bin jetzt bei 8 Minuten und so, yeah. Ich muss ja auch irgendwie im Auge haben, dass der Part nicht zu lang wird. So. Und ich muss die Anzahl meiner Tode mitzählen. Ja. Obwohl, das kann ich im Nachhinein. Also, bis gleich, wollte ich damit sagen. Bis gleich. Ja! Na! Es waren jetzt nur 5 Minuten, trotzdem! Hello, are you alright? Fick dich! Ich meine, klar. You couldn't walk here because the terrain is too badly damaged. Even the ride chaser nearly didn't make it. By the way, did you notice that there are energy items along the way? Those energy items and the door in front of you seem to be corresponding. If you have the item, shoot them at the door, then the door may be opened. Ja, klar. Das reicht wahrscheinlich nicht. Ich habe nicht alle eingesammelt. Oh no! No response. Still, it seems you came close to destroying it. Maybe you need more. You need only a few more energy items. Ja, ist mir sowas von Wumpe. Aber mal richtig. A lab scientist is in custody. Save them and let them escape. There might be some cartridges in this laboratory that still work. We want to obtain one, don't we? Ja, okay, hier. Oh, hallo.
Kann ich nicht einfach normal weiterspielen? Ich bin gerade echt genervt. The lock system of the shutter is broken. If you attack the lock system, it will be give power to it. Blah blah. You can't possibly open the shutter this way, however. Since the lock system is almost broken, the circuit will soon break again. Please keep aware of the amount of time you will have to open the shutter. Shit, ey. Hoffentlich muss ich das nicht die ganze Zeit machen. Oh Gott. Nein, du wirst jetzt übersprungen. Auf dich habe ich mal keinen Bock. Krasse Scheiße. Das Level wird definitiv nie zu meinen Lieblingsleveln gehören. Boah! Und jeder zweite Gegner ist unbesiegbar auf irgendeine Art und Weise. Oder so ein Cut-Schild und... Ah, noch mehr Text. There are two kind of lock system. Boah, das ist mir scheißegal jetzt. Was ist das denn? Ein Leben ist ja Hammer. Oh, ist das kotzig, ey. Ich habe fast kein Leben mehr. Das ist natürlich richtig nice. Ja. Ja, ja. Ich komm nicht dran. Nein! Oh shit. Ja, jetzt geh! Mach das zweite Tor auf! Ja, wenn es euch hilft, dass ich euch einfach nur berühre, dann mache ich das, bitte. Oh, ist das mies, ey. Nein! So mit Stachelfuck, ja, das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Nein! Geh zu! Geh! Boah, will mich das Teil ärgern? Nein! Nein, was machst du, Zero? Bist du beknackt? Ah! Oh, hat das Level mal ein Ende? Das regt mich richtig auf, ey. Ich spiele das Spiel nicht mehr weiter. Das Level ist echt die Krönung des Ganzen. Das macht mal keinen Spaß. Okay, warum... Was ist rechts? Und was wäre oben gewesen? Okay, ich gehe nach links. Ich meinte auch eigentlich links und nicht rechts. Ah!
Tja. Ich weiß nicht. Nee, irgendwie nicht, nee. Gut, Zero, gut. Wo habe ich jetzt eigentlich 6 Leben eingesammelt? Durch die Hostages? Gott sei Dank, ey, das Level ist vorbei. Das Level ist so gut wie vorbei. Zero, I never expect you to come here. It must be an emergency. You are so right. You don't need me to explain anymore. Do you? Always so pushy. You haven't changed at all. I made the right choice when I resigned as a hunter. I don't want to be a rude jerk like you. Oh, come on. I just have a hard time listening to you bubble. You know what I want, don't you? You're free to take such a worthless thing. But what a simpleton you are. Even if you get it, you can't change the fate of the Earth. Every Reploid has been infected by the virus and became a... Maver... No, he's been infected. Relax, I'll put you out of your misery. Goodbye, Squid Adler. Okay. Ah, okay, nice. Mich würde noch eine Sache interessieren. Dieser F-Splasher. Ach so. Ich glaube, das ist der. Gut, das ist nämlich die Schwäche von Volt Kraken. Beziehungsweise Squid Adler. Das können wir direkt mal ausprobieren. Yeah! Ich hab's geschafft! Hurra! Woo! Okay. Ich habe ein bisschen Damage received. You got DNA, bla bla. Boah, halt die Klappe. Halt die Klappe, ja. Ich kann das beim ersten Mal verstehen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube, ich habe das System beim ersten Mal verstanden. Cool. Ja. Natürlich speichern wir das, in der Hoffnung, dass wir nie wieder dieses Level betreten müssen. Yes. Yes. Na, ich weiß nicht. Muss das sein? Muss ich weitermachen? Wobei, keines der Levels wird so frustrierend sein wie das von Squid Adler. Von daher. Ja, ich mache einfach weiter. Für euch also im nächsten Teil. Bis dann. Die Folge ist noch nicht vorbei. Ich habe nämlich noch was. Ich habe eine Aufnahme auf meinem Handy gefunden. Von September 2016, also vor ziemlich genau 1,5 Jahren. Als ich das erste Mal und da auch bislang das letzte Mal Mega Man X5 gespielt habe. Ich habe mich schon damals aufgeregt über das Spiel. So wie insbesondere über das Level von Squid Adler. Und das hat mich so sehr aufgeregt. Ich musste meine Frustration mit jemandem teilen. Das war also noch bevor ich die Mega Man X-Reihe angefangen habe. Bevor ich überhaupt Mega Man Let's Plays gemacht habe. Ja, das will ich euch einfach zeigen. Lasst euch von der Stimmqualität nicht stören. Ich war leider sehr stark erkältet zu dem Zeitpunkt. Deswegen klingt meine Stimme ein bisschen nasal. Ich wollte euch aber trotzdem noch diese kurze Aufnahme einfach zeigen. Viel Spaß damit.
Ich bin ja ein großer Fan der Mega Man-Reihe. Aber Mega Man X 5 für PlayStation ist irgendwie abgefuckt. Das hat so viel Shit, ich kann mir nicht helfen. Warum hat Capcom das gemacht? Aber der größte Scheiß war irgendwie in diesem Level. Nach einer ewig langen Wartezeit, zwei Wartezeiten, geht's auch schon los. Nein, fick dich! Ich war noch nicht ready. Überhaupt nicht. Okay, ich bin immer noch nicht ready. Okay, neuer Versuch. Okay, okay. Und Game Over. Krass geil. Mega Man X5 für PlayStation. Super geil, empfehle ich jedem.